Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Europa Universalis 4. Bei unseren Lübeckern, wir schreiben das Jahr 1555 und viel los ist in der Welt bzw. Europa. Was uns betrifft, wir sind in einem Krieg mit Dänemark, den wir diesmal selbst angezettelt haben. Unser Kriegsziel ist ganz klar, Holstein zu Sachsen-Lauenburg zu schlagen. Ein großes Ziel, das wir seit Jahrzehnten verfolgen. Wir haben die Situation ausnutzen können, denn Dänemark war eigentlich mit Österreich verbündet, das mächtige Österreich. Allerdings sind die jetzt in einen Krieg mit Bayern und Böhmen verwickelt. Deshalb hat Österreich den Schwanz eingezogen, darf man das sagen, so dass es jetzt bahnfrei für uns war. Da sieht es auch ganz gut aus. Die Dänen können uns eigentlich nichts entgegensetzen und wir müssen hier nur noch diese Festung belagern. Und dann sollte es eigentlich schon soweit sein, dass wir Holstein verlangen können. Aber es gibt... Ich habe ja noch einen zweiten Plan bezüglich Dänemark, das ist nämlich Gotland zu befreien. Bietet sich an, denn Gotland ist hier, hat eine eigene Kernprovinz. Dazu müssen wir aber erstmal dahin kommen. Das bedeutet, wir müssen die Seehoheit der Dänen brechen. Formal haben die mehr Schiffe, aber ihre Schiffe, ihre Flotten sind verteilt. Ich glaube, wir könnten es mal riskieren, unsere Schiffe rauszuschicken und vielleicht zum Beispiel diese Flotte nacheinander zu erledigen, mit ein bisschen Vorsicht. Der große Nachteil ist, wir haben im Moment keinen Admiral. Das geht gerade nicht, weil alle Kräfte konzentrieren sich darauf, hier möglichst eine Kolonie zu bekommen. Deswegen können wir keine diplomatische Macht ausgeben. Wir müssen es ohne Admiral probieren. Ist durchaus möglich, wenn man eine anständige Übermacht hat. Und wir haben zwei schwere Schiffe. Das hat der Gegner nicht. So, das ist also das eine Thema. Das zweite Thema ist, ihr erinnert euch, wir wollen hier ja an dieser faszinierenden Entdeckung und Eroberung dieser neuen Welt irgendwie teilhaben, die sehr, sehr weit weg von unserer Welt ist. Die Inseln, die uns bekannt sind, sind zum großen Teil schon kolonisiert von den Spaniern und den Engländern. Hier ist noch ein Zipfel, auf dieser nennen wir sie Vulkaninsel. Da ist noch was frei, unkolonisiert. Da könnten wir hin, allerdings unsere Kolonialreichweite reicht nicht. Die würde reichen bei der nächsten diplomatischen Technologie 13. Das dauert allerdings, wenn das so weitergeht, noch wie lange? Bis Oktober 58, also noch über 3 Jahre. Und ob so lange die Spanier hier stillhalten, ich sag mal, die Chancen stehen nicht wirklich gut. Es gibt auch keine wirklich weitere Alternative. Es gab ein paar Vorschläge, ob man nicht England angreifen könnte und im Krieg gewissermaßen hier Kolonien besetzen könnte. Erstens weiß ich gar nicht, ob man die per Friedensvertrag bekommen würde. Also richtige Kolonien. Weil ich glaube, es gab mal eine Regel, dass man nichts per Frieden verlangen kann, wo man nicht selber auch eine Kernprovinz erstellen kann. Das könnten wir, wie gesagt, nicht, weil wir die Kolonialreichweite nicht haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch so gilt. Das wird ja auch mal gerne in Patches geändert. Was aber eine Alternative wäre, die gehen würde, wir könnten im Krieg einfach hier, wenn die Kolonien noch nicht etabliert sind, sie gewissermaßen reklamieren. Allerdings sind die auch bald fertig. Aber eigentlich brauche ich jetzt gar nicht so umfangreich erzählen. Ein Krieg ist unmöglich, denn England ist Anführer der, nenne ich hier, der protestantischen Liga. Und damit wären wir mit der gesamten Liga ein Krieg, wenn wir angreifen würden. Also das fällt weg. Spanien angreifen fällt auch weg. Insofern gibt es keinen wirklichen Plan B. Müssen wir sehen, was dann der jeweilige Bürgermeister auf welche Ideen er kommt. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch noch über die anderen drei großen Kriege informieren, die hier laufen. Das erste ist ein Krieg Russland gegen Novgorod und Schweden. Novgorod vollständig besetzt, Schweden halb besetzt. Allerdings hat Schweden noch Armeen. Mal sehen, wie sie sich da schlagen werden. Der zweite Krieg ist dieser genannte Österreich gegen Bayern eigentlich. Da sieht es gut aus für Österreich. Böhmen ist auch mit involviert. Und der dritte Krieg ist ein Krieg von einem großen, mächtigen Bündnis. Vermutlich das mächtigste Bündnis jetzt derzeit. Das Bündnis Schottland, Frankreich und die Osmanen gegen Spanien. Das ist auch eine ganz interessante Konstellation. Dieses Bündnis ist eins, das sich tendenziell auch gegen Österreich richtet. Frankreich und die Osmanen sind Rivalen von Österreich. Eigentlich wäre es logisch, wenn Österreich sich mal langsam mit Spanien verbinden würde, so gewissermaßen die klassisch-historische Konstellation, aber das ist nicht passiert. Es auf jeden Fall bleibt es spannend.
wie sich das hier in Europa weiterentwickelt. Okay, das war die nötige Vorrede am Beginn der Staffel. Wir starten mal ein bisschen durch. Müssen eigentlich ein bisschen aufpassen. Ach nee, ja, jetzt gibt es erstmal eine Flottenschlacht, aber ich habe noch was vergessen. Ich wollte mit Brandenburg nochmal Beziehungen verbessern, weil wir dort eine Mission entsprechend haben. Ja, und ich glaube, ich erlaube mir das jetzt mal und erhöhe nochmal die Stabilität. Ja, um plus 1 auf 2, das ist mir dann doch lieber in dieser Situation. Wir haben übrigens 100% republikanische Tradition. Das hatten wir, glaube ich, ewig nicht. Das ist schon enorm. So, jetzt haben wir hier einen Separatfrieden. Wartet mal. Magdeburg wird vollständig von Brandenburg annektiert. Alles klar. Damit ist das die Zeit des Erzbistums Magdeburg vorbei. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert hier. Werden wir diese Seeschlacht gewinnen? Im Moment sieht es ja ziemlich locker aus. Die Frage ist, bekommen sie Hilfe? Ein bisschen riskant, das Manöver. Ich mache mal ein bisschen auf langsam, damit wir reagieren können. So, wir haben erstmal gewonnen. 3 Galeeren sind erledigt. Was ist hier mit dieser 8 Galeerenflotte? Kommt die hier an? Nee, die fährt in den Hafen. Okay. Gut, dann denke ich mal, gehen wir mal gegen die hier vor. Oder wir packen die erstmal zusammen und versuchen hier den Livonischen Orden zu erledigen. Da oben sind eigentlich 7 Schiffe, die können uns durchaus gefährlich werden. 2 Transportschiffe sind dabei. Hier sind auch 2 Transportschiffe dabei. Mal sehen. Ist ein bisschen riskant, das Spiel, was wir hier treiben. Aber ich denke an Gotland. So, da sind wir. Da sind wir. 14 gegen 5. Der Gegner hat auch keinen Befehlshaber. Das ist erstmal erfreulich. Ich hoffe, unsere Großschiffe machen das dann schon. Okay, auch diese Schlacht ist gewonnen. Leider nicht die gesamte gegnerische Flotte zerstört. Wir haben ein Transportschiff noch erobert. Ach Gott, wie lästig. Was wollen wir machen? Wir nehmen das, glaube ich, mal raus, das Transportschiff. Mal sehen, ob es heil ankommt. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Im Moment gar nicht so schlecht. Dann können wir nicht 7000 Mann gleich auf Gotland stationieren. Könnte durchaus praktisch sein. So, wir sind angeschlagen. Sollten wir weiter kämpfen oder wollen wir es sein lassen? Wo können wir noch hin? Hier haben wir jetzt eine Galeere. Versuchen wir jetzt mal den Gegner hier wirklich ein bisschen zu treiben und zu jagen. Während wir hier auf das Ende der Belagerung warten. Das ist jetzt durchaus auch entscheidend. So. Pferden verweigert uns den Handel. Wir sind ja auch rivalisiert. Jetzt geht's zur nächsten Seeschlacht. Ein Schiff, sehr gut, wir erwischen es. Das war's. Wunderbar, das klappt besser als erwartet. Hier haben wir 8 Schiffe, allerdings nur 2 leichte und 4 Galeeren. Damit hätten die wohl nicht gerechnet, dass die Hanseaten, dass selbst die hanseatischen Matrosen hier gewissermaßen diese Schlachten schlagen können. Hier steht Dänemark, das ist gewissermaßen die Hauptflotte in Anführungsstrichen der Dänen. 8 leichte Schiffe, 4 Galeeren. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, der Gegner haut aber offensichtlich... Nee, er haut nicht ab. Da haben wir ihn. Das müsste tatsächlich zur nächsten Schlacht kommen. So, die wollen wir uns natürlich auch ansehen. 14 gegen 8. Wieder beide Seiten ohne Befehlshaber. Allerdings kommt hier jetzt Verstärkung rein. Eine dänische... Ne, 3 Galeeren kommen noch hinzu. Uiuiui. Könnte was werden. Jawohl. 2 leichte Schiffe, 1 Galeere erledigt. Okay. Nicht übel. Was ist, findet hier statt? Mecklenburg ist hier am Start. Gut, vielleicht sollten wir mal wieder ein bisschen reparieren. Wir werden mal hier hinfahren. Polen bricht das Bündnis mit Litauen. Das ist eine gute Entwicklung. Darauf wollte ich noch hinweisen, das ist eigentlich bisher unsere größte Gefahr eigentlich hier im Osten. Dieses Bündnis. Ich hatte mit Sorge darauf geschaut, dass es wieder entstanden ist. Aber gut, wenn es gebrochen wird.
Weil die Litauer, naja, wie lange die hier noch um Memel da herum wursteln, ist auch die Frage. So, wir kommen zu spät. Die Mecklenburger machen das alleine. Umso besser. Aber doch, wir waren irgendwie noch gerade so beteiligt. Sehr schön. Okay, da haben wir jetzt bestimmt 5, 6, 7 Schiffe des Gegners erwischt. Jetzt wird es allerdings vielleicht ein bisschen kritisch. Denn hier kommt die Flotte der Dänen. 8 leichte, 4 Galeeren. Puh. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall im besten Zustand sein. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir uns vorher nochmal irgendwo reparieren könnten. Kommen wir rechtzeitig hier nach Stralsund oder werden wir abgefangen? Oder müssen wir wieder Flottenrechte von den Schweden uns kaufen? Mal gucken, wie sich die dänische Flotte bewegt. Ja, sie geht in den Öresund. Und von dort, sie bleibt dort stehen bzw. geht zurück. Okay, dann denke ich, können wir es riskieren. Sie teilen sich also wieder auf. Ach so, hier ist auch noch ein Teil. Ja, das ist ein bisschen heikel. So, wie läuft es jetzt hier oben? Ganz gut. 14% plus. So, wir sind jetzt zur Reparatur in Stralsund. Das ist auch gut. Unser Transportschiff, unser Obert, das ist auch angekommen. So, jetzt liegt hier die große Flotte des Gegners. 8, 12. Ach, wir können das eigentlich uns auf diese Art und Weise auch angucken. Warum haben wir minus 10%? Was ist hier los? Was stimmt hier gerade nicht? Blockade in Lübeck durch Dänemark. Minus 13 bringt das. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Also der Gegner hat hier noch. Also die Dänen haben 8 leichte Schiffe und 21 Galeeren. Uiuiui. Ich fürchte, da kommen wir nicht so richtig gegen an, fürchte ich. Allerdings könnte man natürlich riskieren. Ah ne, wir kommen ja hier nicht raus mit unseren Transportschiffen. Sonst hätte ich gedacht, wir machen einen schnellen Vorstoß von Rügen nach Gotland. Aber wir liegen ja nun mal in Lübeck und werden blockiert. Und ohne Admiral, nee Leute, ich glaube, das wird nichts. Aber vielleicht hauen sie ja wieder ab, teilen sich auf, bieten uns eine Chance. Wir müssen wachsam und flexibel bleiben. Im Moment patrouillieren sie offenbar hin und her. Naja, würde ich an ihrer Stelle auch machen. Gut, das heißt, wir können ein bisschen schneller machen. Immer mal wieder der gespannte Blick hier oben hin, noch keine Spanier zu sehen. Okay. Und hier scheint Österreich auch weiter auf dem Vormarsch zu sein. So, was ist hier? Schottland gilt nicht länger als Großmacht. Polen, Russland, wer auch immer da jetzt bei ist. An der Front gibt es offenbar auch nichts Neues. Hier ist immer noch eine voll intakte dänische Armee, die ein Stück weit zurückerobert, aber nicht den Kampf aufnimmt dort mit Pleskau, die Vasallen übrigens sind von Russland. Und wir haben einen Frieden. Ist das erneut ein Separatfrieden? Brandenburg gegen Würzburg. Ja, ich glaube, Brandenburg hatte ja so ein extra. Achso, das habe ich gar nicht erwähnt. Brandenburg hat noch so einen extra Krieg am Start gegen Sachsen. In dem Zuge haben sie, glaube ich, auch Magdeburg gewonnen. Das ist insofern interessant für uns, weil Danzig mit in diesem Krieg ist. Aber Brandenburg ist auch involviert auf bayerisch-böhmischer Seite gegen Österreich. Also da gibt es eine Frontstellung, auf die man auch achten muss. So, wir sind bei 42% hier. Ich hoffe, das bringt uns dann wenigstens mal ein bisschen Kriegsstand. Aber diese Blockade ist echt nervig, Leute. Also ich weiß nicht, wie wir auf unseren Kriegsstand kommen, ohne diese Flotte da zu besiegen. Und ich weiß nicht, wie wir die Flotte besiegen sollen, ohne einen Admiral, den wir uns im Moment nicht leisten können, weil wir kolonisieren wollen und die Zeit drängt. So, Sachsen tritt Wittenberg an Brandenburg ab. Und Reparationszahlungen. Okay. Das ist der Stand in diesem Krieg. Der ist also beendet. Brandenburg ist jetzt, ja, gen Osten sind sie nicht weiter vorangekommen. Jetzt wenden sich gegen Westen und haben jetzt hier, sind doch jetzt wieder deutlich stärker geworden. Mal sehen, was das wird. Aber so eine Frontstellung von Brandenburg und Österreich habe ich eigentlich erstmal nichts dagegen. Wie gesagt, alles ist immer eine Frage des Gleichgewichtes. Große Mächte brauchen andere große Mächte, die sie in Schach halten. So,
Die Belagerung ist jetzt erstmal gewonnen. Das heißt, wir bekommen, sind jetzt tatsächlich wie bei 1%. Aber wir müssten ja auch noch, ah, schaut mal, wir bekommen noch 20, wenn wir jetzt hier noch länger dabei sind. Okay, wir können der Form halber oben noch Nordjylland belagern. Ich meinte, wir könnten natürlich auch gegen die Verbündeten vorgehen. Wartet mal. Mit wem sind die gleich nochmal verbündet? Das wäre natürlich ein Weg hier, um den Kriegsstand auszunutzen. Hier, Utrecht. Das würde sich durchaus lohnen. Da könnten wir mal mit voller Macht hinmarschieren. Ist die Frage, wie stark sind die dort und wie stark sind eigentlich die Dänen noch? Auf der gegnerischen Seite ist immer noch eine relevante dänische Armee da. 10.000, 15.000, 21.000 Dänen gibt es noch. Ach ja, die turnten hier unten irgendwo rum. Da habe ich sie gesehen. Im Moment sehe ich sie nicht. Aber irgendwie gab es die noch. Ja, genau. Ja, also sollten wir unsere Truppen nicht zu weit auseinanderhalten. Ich würde mal sagen, wir werden schnell Nordjylland erobern und dann mit der gesamten Armee hier nach Utrecht marschieren. Ich möchte uns nicht spalten angesichts dieser großen Gegnerarmeen. Das wäre ein Fehler. So, hier 6, 8, 11. Also 8 leichte Schiffe, 11 Galeeren. Ich traue mich nicht, mit unserer Flotte dagegen anzugehen. Habe ich kein Vertrauen. Ich meine, die Mecklenburger würden auch da liegen. 16 leichte Schiffe hätten wir dann und 2 große. Aber der Gegner hat 11 Galeeren. Ich weiß nicht. Schwierig. So, jetzt sind die Österreicher stehen in Berlin, aber sie ziehen wieder ab. Jetzt ist Brandenburg dran. So, jetzt kontrollieren wir erstmal Nordjylland. Und jetzt geht's auf gegen Utrecht, um die aus dem Krieg zu nehmen. Die sollen uns unsere Kosten bezahlen, wenn die schon auf der falschen Seite stehen. Und wir haben Wahl. Wir haben Wahl und Reinhard Nanne steht zur Wahl das erste Mal. Ich denke, wir werden mal angesichts der Kriegszeiten, ist glaube ich die Veränderungsbereitschaft im Rat nicht ganz so hoch. Deswegen werden wir seine Chance mal ein bisschen erhöhen auf 1 bis 4. Mal gucken, ob er wiedergewählt wird. Und ich würfle eine 2. Da wäre er auch so wiedergewählt worden, behaltet Reinhard Nanne. Das ist insofern sehr gut für uns, weil wir jetzt auch eine diplomatische Macht mehr bekommen. Großartig ist das förmlich. Okay, Reinhard Nanne. Gucken wir mal ganz kurz, was das eigentlich bedeutet, wann wir jetzt soweit sein müssten. Februar 58, das heißt in 2 Jahren und ein paar okay, alles klar, Leute. Das war's. Das war's. Wir haben diesen Wettlauf erstmal verloren. Wir werden das trotzdem noch durchziehen und mal schauen, wie weit wir kommen mit der Kolonialisierungsreichweite. Ansonsten heißt es, jetzt könnten wir allerdings... Okay, wartet mal. Wollen wir das wirklich durchziehen oder wollen wir jetzt lieber die diplomatischen Punkte ausgeben und einen vernünftigen Admiral holen? Ich tendiere zum Letzteren, weil ich sag mal lieber... den Spatz in der Hand und so weiter. Ja, ich glaube, so machen wir das. Wir werden hier einen Admiral zu uns holen. Und er ist Fernkampf 3. Naja, okay, Manöver 1. Gut. Gottschalk Abendrot. Wir haben keinen besseren. Wollen wir mal sehen. Sind wir vollständig ausgeheilt? Ja, repariert wollte ich sagen. Das sind wir. Vielleicht gibt es doch noch eine Gelegenheit, dass sie mal irgendwie sich aufteilen, irgendwo hinfahren. Der Rest der Dänen sind da oben. Kann das sein, dass die Armee keine... Oh, die hat keinen Anführer. Leute, das könnte doch tatsächlich die Gelegenheit sein. Oh, ich hatte ganz vergessen, dass wir hier marschieren wollten. Auf nach Utrecht. Ah, das geht ja nicht. Richtig, ich erinnere mich. Hm.
Gibt es irgendeine Möglichkeit? Wir werden nicht durch Köln marschieren können, weil... Oh, die würden das sogar machen. Aber auch da verlieren wir wieder diplomatische Punkte. Aber Münster wird... Auch die würden das machen. Also wir könnten da hinkommen. Gut, darüber muss ich noch ein bisschen nachsinnieren. Das sind wieder zwei diplomatische Punkte für eine gewisse Zeit, die uns verloren gehen. Aber jetzt ist ja der Zeitdruck ist ja sowieso raus, ne? Das ist jetzt eher, ja, eine langfristige Angelegenheit. Also die Hanse ist erstmal aus dem Spiel, was die neue Welt betrifft, muss man sagen. Mal gucken, ob sie noch... Also doch, ich bin da schon optimistisch, dass sie noch was abbekommen. Es wird bloß länger dauern. Dementsprechend werden die besten Plätze schon weg sein. Ein klassischer Fall in der Kolonialisierungsgeschichte. Mal sehen, wie die Hanseaten damit umgehen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.